Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, die Woche habe ich einiges geplant, wollte euch wieder mitnehmen. Ihr seht, meine Halloween-Deko hängt immer noch. Die möchte ich einpacken, wegpacken, schon in Umzugskartons. Genau, damit die schon mal weggepackt ist und meine Weihnachtsdeko rausholen. Ich bin ja schon mega in Weihnachtsstimmung. Ich höre sogar schon Weihnachtsmusik, wie man bestimmt im Hintergrund hören kann. Ansonsten machen wir heute Abend das Make-A-Wish-Fotoshooting. Da hängt auch schon die Lichterkette am Fenster. Ich habe so eine schöne Lichterkette bei Amazon gekauft, so ein Lichtervorhang. Da möchte ich dann davor Fotos machen, die Kulisse aufbauen und das bleibt dann auch hängen für Weihnachten, weil es ist echt, echt hübsch. Ja, ansonsten fahre ich jetzt gleich zum Frauenarzt, zum obligatorischen Jahrestermin. Habe aber noch zwei Fragen, die ich ihr stellen möchte. Und dann fahre ich noch zu meiner Mama kurz, weil die heute Geburtstag hat. Und da der Arzt und meine Mama in derselben Stadt wohnen und es eine halbe Stunde von mir entfernt ist, verbinde ich das. Aber ich bleibe nicht so lange, weil ich muss zurück ins Homeoffice. Ja, also das ist der Plan für heute. Heute Abend zeige ich euch dann die Kulisse vom Fotoshooting und so ein paar... Ich lasse aber die Kamera stehen bei den Fotos und dann gucke ich, was ich reinschneide, damit ihr das mal sehen könnt, so behind the scenes mäßig. Ich muss auch später noch mir die Haare machen und normal neu schminken. Das ist jetzt nur so irgendwie geschminkt. So ein bisschen halt. Ja, also das ist der Plan für heute. Und die nächsten Tage, wie gesagt, Halloween-Deko wegpacken, Weihnachtsdeko rausholen. Ich habe ja einen neuen Weihnachtsbaum bestellt bei Amazon. Einen Kunstbaum. Aber schon hochwertiger. Auch mit Schnee schon bedeckt. Und der ist 1,80 groß. Ich freue mich so. So großen Weihnachtsbaum. Ich kann euch mal zeigen. Wir haben oben einen Weihnachtsbaum auf der Terrasse. Also Weihnachtsbaum. Wir haben den vor 3 Jahren mal gekauft. Als Kleinbaum eingepflanzt. Und der lebt noch. Aber der ist halt sehr klein. Und ich habe jetzt mittlerweile so viele Ornamente, dass mir das zu klein ist. Ich hoffe, vielleicht in 10, 15 Jahren ist er dann groß genug. Weil ich dachte, so nachhaltig, ne, jedes Jahr denselben Baum benutzen, ist ja auch schon eine coole Idee, aber der ist halt ein bisschen klein. Braucht nur ein paar Jährchen. Vielleicht stelle ich den dann einfach vor die Tür mit so ein bisschen Lichterkette und so, ist ja auch schön. Ja, also begleitet mich wieder in diesem Vlog. Das Fotoshooting ist vorbei, ihr seht, ich habe schon wieder mein Gammel-Outfit an. Wir haben auch schon wieder die Gardinen abgehangen, aber die Lichterkette bleibt dran. Ich blende euch auch jetzt immer so ein paar Fotos ein, die mir ganz gut gefallen haben. Ich habe auch extra noch die Ballons da gekauft und wir hatten ganz viele Accessoires. Ja, also war ein schöner Abend und mein Weihnachtsbaum wurde auch heute geliefert. Kann ich euch noch zeigen. Und zwar da. Da ist er. Ich muss noch die ganzen Äste, Stränge auseinanderziehen. Also die sind noch zusammen. Das muss ich noch machen. Ich habe unten schon angefangen. Aber das mache ich dann die Tage. Und dann wird er vielleicht schon am Wochenende dann dekoriert. Ich zeige euch den jetzt mal aus der Perspektive. Also wie gesagt, unten habe ich schon angefangen mit den Auseinanderziehen. Hier noch nicht. Deswegen sind hier noch so viele Lücken. Aber ich muss sagen, ich finde den echt schön. Also... Mit dem Kunstschnee hier. Muss nur aufpassen, es ist eine Sauerei ein bisschen am Anfang, wenn man den so auseinanderzieht. Aber ja, ich finde den Baum wirklich schön und freue mich, den schmücken zu dürfen. Also in diesem Licht. Ja, guten Morgen, meine Lieben. In diesem Licht sehe ich grauenhaft aus in der Kamera. Aber gut. Ich fahre heute ins Büro und muss mich schminken, weil... So fahre ich nicht ins Büro. Also ich ziehe mich auch vorher schon immer an, weil irgendwie ich immer schaffe, dass nach dem Anziehen sonst Make-up am Kragen ist. Das ist bei mir irgendwie immer der Fall. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich mir euch mal mitnehme beim Schminken. Das tue ich jetzt.
Diese Dinger hier habe ich mir beim Primark gekauft. Das soll eigentlich Minimaus-Ohren sein, aber ich finde, ich sehe aus wie ein Teddybär. Anders habe ich mein Gesicht gewaschen, mir die Zähne geputzt und jetzt ist gerade mein Brötchen fertig. So, wieder zurück. Ich backe mir nämlich morgens mal ein Brötchen auf, habe hier schon meinen Kaffee stehen. Im Hintergrund läuft immer Sat.1 Frühstücksfernsehen, das gucke ich sehr gerne. Draußen ist noch dunkel und saukalt heute, voll 3 Grad. Ich will gar nicht rausgehen. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch heute zeigen, wie ich mich für die Arbeit schminke. Also ein Tages-Make-up. Ich bin keine professionelle Beauty-Bloggerin, das ist nur das, was ich nutze. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Make-up oder irgendwas, ein Produkt, was ich gut finde, also gefunden habe, benutze ich das gefühlt dauerhaft. Ich bin kein Mensch, der gerne Make-up wechselt oder andere Produkte testet. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer halt wohl. Bisher, genau, Zähne geputzt, Gesicht gewaschen, dann habe ich eine Tagescreme drauf gemacht. Hier Nivea Q10 Energy Anti-Falten. Die habe ich mal gratis zum Testen bekommen von Nivea. Finde ich aber auch ganz gut. Dann habe ich meine Augencreme benutzt. Bio Lavendel. Die habe ich im Prinzip auch gratis, aber gab es eine Geld-Zurück-Aktion bei DM. Das heißt, wenn man das Produkt gekauft hat, Kassenzettel eingereicht hat, hat man das Geld zurückbekommen. Ja, ich Sparfuchs. Und dann habe ich mir nun die Lippen eingecremt mit so einem Coco-Lip-Balm von Badefee. Mag ich auch sehr gerne. Ja, also das habe ich jetzt bereits drauf. Und dann hole ich mir meinen Spiegel. Ich habe hier so einen kleinen leuchtenden Spiegel. Sieht nur schlimmer aus. Ja, dann benutze ich zuerst einen Primer. Normalerweise habe ich bisher immer den benutzt. Von NARS. Pore & Shine. Der ist aber fast leer. Und da der sehr teuer ist, habe ich mich mal nach Alternativen umgeguckt bei DM. Etwas günstiger sind, habe ich hier The Ordinary jetzt mir mal gekauft zum Testen. Genau. High Spreadability Fluid Primer. Dem teste ich dann nach, aber erstmal mache ich meinen NARS Primer leer. Und den nutze ich auf der Stirn, also auf der T-Zone hier so. Wo man glänzt. Also ich glänze immer sehr viel nach einer Zeit. Übrigens seht ihr, 3 Fingernägel sind abgefallen. Der erste war Dada. Dann gestern habe ich den abgemacht und glaube auch den. Ja, muss ich mal nachkleben, aber irgendwie habe ich bisher nicht die Muße dafür. Jetzt sieht es total scheiße. Darf man nicht sagen. Jetzt sieht es total blöd aus. Genau, also der Primer ist drauf. Dann mache ich Make-up drauf. Ich habe ein sehr gutes Make-up, aber das ist sehr teuer, von Dior. Forever Undercover. 24 Stunden Full Coverage. Aber das benutze ich nur für besondere Anlässe. Also das benutze ich wirklich nur, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ins Disneyland fahre für Fotos und so. Ansonsten tagsüber benutze ich L'Oreal. Heute habe ich es aber auch. Es ist noch früh. L'Oreal Perfect Match. Ich habe jetzt hier die Farbe 5D5W. Und ich finde das Make-up wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich mag das super gerne. Das Make-up trage ich immer mit so einem Schwämmchen auf, was ich vorher nass gemacht habe. Man sieht direkt nicht mehr so aus wie so eine Leiche mit ein bisschen mehr Make-up im Gesicht. Als nächstes benutze ich dann Maybelline Instant Anti-Age Löcher als Concealer. In der Farbe, weiß ich nicht, 1, also 1 Light. Das mache ich nur bei mir unter die Augen so ein bisschen. Am Ende pudere ich das alles nochmal ab mit einem Trockenpuder. Ich habe jetzt hier Dior. Ja, Dior. In der Farbe 3. Aber ich habe vorher auch von NYX ein Puder benutzt. Das war auch in Ordnung. Aber ich wollte das mal jetzt von Dior hier ausprobieren.
Aber ihr müsst das nicht, ihr müsst nicht so ein teures Puder kaufen dafür. Das macht das halt auch so ein bisschen matter. Als nächstes mache ich die Augenbrauen. Da nutze ich KA Brown von Benefit in der Farbe 4. Aber ich muss sagen, 4 ist ein, finde ich jetzt im Endeffekt, so ein bisschen dunkel. Aber ich werde es trotzdem verbrauchen, weil die Benefit-Produkte auch nicht günstig sind. Hier ist so ein kleiner Pinsel dabei. Der ist schon sehr mini, aber damit kann man das auch schon gut konturieren. Nach dem Auftragen ziehe ich das dann auch immer so ein bisschen mit so einem Bürstchen nach. So sieht das dann aus. Mit meinen Augenbrauen. Jetzt ziehe ich mir einen Lidstrich. Ich nutze im Alltag mit Tages-Make-up eigentlich nie Lidschatten. Also ich trage eigentlich nur Lidschatten zu besonderen Anlässen. Für Fotos, weil es dann halt noch mehr Make-up drauf ist. Also wenn, dann benutze ich Lidschatten und Lidstrich, ansonsten benutze ich nur Lidstrich. Hier habe ich jetzt auch einen von, ich glaube, genau, von Estee Lauder. Da ist die eine Seite ein bisschen dicker. Damit ziehe ich den Lidstrich immer unten auf dem Lid. Und auf der anderen Seite ist ein spitzer Stift. Damit ziehe ich dann den Lidstrich an der Seite, damit das schön aussieht. Ich hoffe, dass das jetzt für die Kamera funktioniert. So, jetzt ist der Lidstrich auf der Lidfalte. So langsam sehe ich besser aus. So, der Lidstrich steht auch. Jetzt tusche ich mir die Wimpern. Da benutze ich den Maybelline Jade Colosseum Volume Express Mascara. Welchen ich aber auch gut finde, ist der von L'Oreal, der Bambi Mascara. Den ich aber gerade nicht finde. Den benutze ich auch sehr gerne. Mein Augen-Make-up ist damit fertig. Ich mache jetzt noch ein bisschen Contouring und ein bisschen Blush. Genau, also Rouge Blush von Catrice, Glowing and Multicolor, Dolce Vita, das ist die Farbe, die ich benutze, ist halt so ein Korallstich, da mache ich mir so ein bisschen hier auf die Wangen. Oh, hallo Cookie. Schon langweilig, ja, wir gehen gleich raus. Ja, normalerweise gehe ich ja immer, wenn ich im Homeoffice bin, sofort mit Cookie raus. Aber wenn ich, da ich jetzt auch früher aufstehe als sonst, mache ich mich erst fertig und gehe dann mit Cookie raus. Dann benutze ich den Bronzer von Benefit Hoola. Ich liebe ja Benefit-Produkte, also die sind echt gut. Und den hier habe ich auch echt schon lange. Den Bronzer trage ich an der Wange hier auf, hier und hier und so ein bisschen an der Nase, genau, aber auch nicht viel. Und zum Schluss kommt dann der Highlighter, auch von Benefit, und zwar der Cookie Highlighter, so wie mein Hund heißt. Und den mache ich dann so ein bisschen über dem Bronzer drauf.
der Nase ein bisschen viel. So, und das war im Prinzip schon mein Tages-Make-up. Ich fixiere das jetzt alles noch mit Urban Decay Fixing Spray. Genau, Make-up Setting Spray All Control, also auch für ölige Haut. Damit fixiere ich das jetzt alles. Und wäre dann im Prinzip damit fertig. Ich überlege mir dann immer, ob ich nochmal Lippenstift auftrage. Es kommt immer so drauf an, wie ich in Stimmung bin für Lippenstift. Ob ich den jetzt für die Arbeit brauche oder nicht. Jetzt sieht mir das Ding hier aus, damit sehe ich immer total bescheuert aus. Die Haare werde ich mir heute einfach zum Dutt machen. Ohne Pony. Weil ich ein Stirnband anziehen will, weil es saukalt draußen ist. Ja. Ob ich jetzt Lippenstift auftrage, weiß ich noch nicht, aber ich zeige euch am Ende mein komplettes Outfit. Habe ich jetzt auch für Lippenstift entschieden und ich wollte euch noch zeigen, welches Parfum ich sehr gerne benutze. Und zwar entweder Gucci Guilty, liebe ich, oder... Okay, ich muss aufstehen. Also wie gesagt, entweder Gucci Guilty, mag ich sehr gerne, das ist meine komplette Parfumsammlung, ist jetzt nicht riesig. Burberry habe ich auch mal, also mag ich immer noch, aber finde ich jetzt nicht mehr, also... Benutze ich immer noch, aber ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt nicht so, wow, was ich jeden Tag benutzen würde. Was ich liebe, was man auch unschwer erkennen kann, sind die Carolina Herrera Parfums. Das und das ist dasselbe. Das ist nur in unterschiedlichen Größen. Das habe ich mal als Probe bekommen bei Douglas. Und das ist noch eine Sonderedition mit anderem Duft. Genau, aber ich mag auch den klassischen Duft echt gut. Und die sehen halt auch geil aus, ne? Also kann man nicht... bestreiten. Also ich benutze dann heute Carolina Herrera. Ich sehe gerade, ich muss meine Jacken mal weg. Ja, also das ist mein Outfit. Ich habe mir die Haare jetzt einmal wieder zum Dutt gemacht. Lippenstift drauf. Das Oberteil, das habe ich bei H&M gekauft. Das habe ich auch noch in Beige. Das ist voll warm. Finde ich auch ganz hübsch mit dem Perlenkragen. Ansonsten schwarze Hose und schwarze Stiefeletten. Also jetzt nichts Weltbewegendes. Dazu ziehe ich meinen Michael Kors Rucksack an. Ja, so sieht man ihn besser. Er ist noch nicht zu. Genau, dazu ziehe ich einfach den Michael Kors Rucksack an, weil er bequem ist. Jetzt ziehe ich mein Stirnband an. So, mein Winterlook ist komplett. Ein sehr, sehr breites Stirnband. Das sieht schon auch fast aus wie ein Turban, aber ich mag das sehr gerne. Und mein selbstgestrickter Schal, der passend zum Lippenstift ist. Ja, also ich liebe es. Genau, jetzt gehe ich mit Cookie raus, dann fahre ich ins Büro, bleibe aber nicht den ganzen Tag, weil ich Cookie nicht so lange alleine lassen möchte. Ja, also ich komme gegen Mittag dann wieder zurück und mache dann weiter zu Hause Homeoffice, aber ich habe einiges auf dem Schreibtisch liegen und unsere Adventskalender sind angekommen, die ich verteilen muss im Büro. Ja, also sind ein paar Sachen zu erledigen. Ansonsten... war es das von mir heute, weil, wie gesagt, Büro nehme ich euch jetzt nicht mit. Das war, ist ja eher langweilig. Deswegen, ja, hören wir uns wahrscheinlich heute Abend oder die Tage wieder. Bye-bye Halloween-Sachen. Wir sehen uns nächstes Jahr in einer anderen Wohnung. So, ich bin jetzt hier in einem Nebenzimmer. Das war das Zimmer meines Freundes. Nutze ich aber gerade so ein bisschen als Abstellkammer. Das ist ein Teil meiner Weihnachtssachen. Es steht noch ein Teil oben. Geht es bei euch genauso? Also ich habe jetzt die Halloween-Sachen alle eingepackt und ich hatte 3 Umzugskartons voll. Und Weihnachten ist gefühlt immer das Dreifache. Also ich weiß auch nicht. Ist das bei euch auch so? Ist bei euch Weihnachten immer so viel? Und im Gegensatz zu den anderen Jahreszeiten? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ich fange jetzt aber an mit dem Rituals Adventskalender. So, ich habe ihn jetzt auch schon ausgepackt. Alles, die ganzen Päckchen hier an der Seite waren in dem Karton drin. Und den baue ich jetzt zusammen. Hier kommen die dann wohl rein, die ganzen Päckchen. Mit Lichterkette ist die sogar. Bin sehr gespannt, wie es am Ende aussieht. Das wollte ich dann hier so als Deko auf mein Regal stellen. Kommode, meinte ich. Also in dem Adventskalender ist eine Lichterkette dabei. Und die soll man jetzt hier an dieser Linie... dran machen und aufkleben und da gibt es auch hier so Sticker und die macht man dann an diese Punkte. So, mein Adventskalender von Rituals steht. Ich musste ja die Lichterkette ankleben, dann musste ich das umdrehen. Das heißt, es ist eher so ein indirektes Licht, das wirklich sieht aus, als würde Licht aus den Häusern kommen. Das finde ich echt schön. Bin gespannt, wie es abends aussieht, aber es ist ein wirklich wunderschöner Adventskalender. Also
rein dekorativ echt ein Traum. Ich bin sehr gespannt auf die Produkte. Die werde ich euch dann im Dezember wahrscheinlich dann immer zeigen, wenn ich im Dezember vlogge. Aber es riecht schon so gut und einfach nur wow. So, peu à peu kommt die Weihnachtsdeko jetzt in meine Wohnung. Im nächsten Vlog wird es auf jeden Fall ein Weihnachtsdeko-Special geben. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Zum Abschluss des Vlogs koche ich mir jetzt noch was. Und zwar Tortellini. Sehr aufregend, ich weiß. Aber ich muss sagen, ich liebe die Marke von den Tortellini. Und was ich auch sehr gerne mag, sind die mit Schinkenfüllung. Das ist jetzt hier Fungi. Ich werde die jetzt erstmal kochen und dann werde ich die in eine Auflaufform packen mit einer Tomatensauce, die ich von meiner Schwiegermutter habe, selbst gemacht. Genau, davon, die überschütte ich jetzt einfach mit zwei von diesen Soßen und dann mache ich einfach Käse drüber. Ganz viel Käse. Ich mag eigentlich meistens nur Mozzarella. Ja, also nichts Weltbewegendes, aber schon lecker. Also Auflauf und Nudeln geht irgendwie immer oder Tortellini. Also ich fange jetzt mal an. Die Tortellini aus der Kühltruhe brauchen ja eh nicht lange im Topf. 2 Minuten, so lange koche ich sie jetzt und dann kommen sie in die Auflaufform. So sieht das Ganze jetzt aus und das packe ich jetzt noch einfach 20 Minuten in den Ofen, dass der Käse schön schmilzt und ein bisschen braun wird. Und ja, bon Appetit! Solange mein Tortellini-Auflauf im Ofen ist, ich den Vlog beende, wollte ich noch auf etwas aufmerksam machen. Am Montag hat die Kampagne gestartet von Disney Deutschland, die Weihnachtskampagne, und Make-A-Wish Deutschland zusammen. Ich verlinke euch erstmal das Video zu dem Trailer oder zu der Kampagne auf YouTube. Ihr müsst euch das Video angucken. Ich gucke es immer noch und heule Rotz und Wasser. Ich verlinke es euch bei dem i, packe es auch unten in die Infobox. Also dieser Film ist so emotional. Es geht um Familie. Familie ist das schönste Geschenk. Da geht es um die kleine Lola. Die bekommt ein Mickey geschenkt von, das weiß man jetzt nicht, von einem Herren, vermutlich ihrem Vater, ich weiß es nicht. Und dieser Mickey begleitet sie durchs Leben und die Lola gibt dann, also wenn sie älter ist, als ältere Frau, Oma, gibt den Mickey an ihre Enkelin weiter. Aber dieser Mickey hat viel mitgemacht und wurde dann nicht mehr so gut, sagen wir mal, behandelt. Irgendwann ist ihm halt ein Ohr abgerissen. Und die kleine Enkelin, oder dann nicht mehr kleine, die ist dann schon Teenager, versucht dann dieses Ohr dran zu nähen und überrascht somit ihre Oma am nächsten Morgen mit dem Mickey und hat das ganze Wohnzimmer dekoriert und das ist wirklich sehr, sehr emotional. Also ich rotze immer noch, ich weine immer noch bei diesem Trailer. Ihr müsst euch den anschauen. Dann gibt es auch diese Mickey ab Montag zu kaufen bei Shop Disney. Ich blende euch hier auch ein Bild ein von dieser Mickey mit diesem roten, angenähtem Ohr. Ihr müsst schnell sein, weil, also ich weiß nicht, wie lange diese Mickey auf Lager sein wird, wie viele Stückzahlen es gibt. Aber bei so tollen Sachen kann es sein, dass sie sehr schnell ausverkauft ist. Also schaut mal bei Shop Disney vorbei, ob ihr die Mickey noch bekommt. Sie ist einfach zuckersüß und das Gute ist, 25% der Einnahmen gehen an Disney Deutschland von der Mickey. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, schaut euch den Trailer an. Ich bin einfach verliebt. Was in den nächsten Wochen noch kommt bezüglich Make-A-Wish, werden in den nächsten Vlogs auch noch erwähnt. Aber damit beende ich jetzt den Vlog. Das wollte ich unbedingt noch loswerden mit dem Trailer. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann und schönen Abend.